Hallo an alle, die hier zuschauen. Bei mir im Garten gibt es schon noch so die eine oder andere Ecke, die so einen kleinen Farbtupfer gut vertragen könnte. Und genau dafür baue ich heute Gartenstecker und die werden nachher so aussehen. Dafür braucht man Draht, eine Schere, eine Lichterkette, Heißkleber und einen dünnen Ast. Meine Gartenstecker, die sollen nachher so ein bisschen so aussehen wie eine riesengroße bunte Pusteblume. Die sollen also ganz filigran werden und deshalb bastle ich sie aus ganz dünnem, bunten Schmuckdraht. Den Draht, den ich hier verwende, der hat eine Stärke von 0,3 mm. Und den schneide ich mir jetzt in 30 cm lange Stückchen. Und weil man wirklich richtig viele von diesen kleinen Drahtstückchen braucht, schneide ich die nicht alle einzeln, sondern als Paket. Und das geht am einfachsten, wenn man sich ein Stückchen Pappe zur Hilfe nimmt. Die Pappe sollte 30 cm lang sein, also genauso lang wie den Draht, den ich schneiden möchte. Um die Pappe wickle ich jetzt die gesamte Rolle Draht. Und schneide sie rechts und links am Ende der Pappe auseinander. Und diese dünnen Drahtstückchen, die werden jetzt an beiden Enden verdreht. Und dafür brauche ich ein weiteres Drahtstückchen, diesmal eins, das ein bisschen dicker ist. Meins hat jetzt eine Stärke von 1 mm. Und wer jetzt kein so ein dickeres Drahtstückchen hat, das klappt auch prima mit Sticknadeln. Und um den dicken Draht oder die Sticknadel, je nachdem, was ihr verwenden wollt, wird jetzt der dünne Draht drum gewickelt. Dazu lege ich den dünnen Draht auf den dicken Draht drauf, halte ihn gut fest und wickle ihn 10-mal um den dicken Draht drum. Dann ziehe ich die beiden Drähte auseinander und entstanden ist eine dünne kleine Drahtlocke. Und diese kleine Drahtlocke, die biege ich jetzt zusammen und verdrehe die Enden miteinander. Sodass eine kleine Schlaufe entsteht. Und die kleine Schlaufe, die wird jetzt einfach zu einem Drahtknäuel zusammengedrückt. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit dem anderen Ende des Drahtstückchens. Sodass jetzt also an jedem Drahtende so ein kleines Drahtknäuel ist. Und dann drücke ich mir den Draht in der Mitte zusammen. Und davon mache ich jetzt richtig viele. Man kann diese Blüten einfarbig basteln, zum Beispiel nur in Blau. Man kann die aber auch ganz bunt gestalten. Das macht ihr so, wie euch das am besten gefällt. Ich habe mich dazu entschieden, eine weitere Farbe dazu zu nehmen und bastel jetzt mit grünem Draht weiter. Und diese ganzen kleinen Drähtchen, die setze ich jetzt gleich zu einer großen Kugel zusammen. Und weil ich gerne möchte, dass die Kugel auch abends beleuchtet ist, verwende ich als Mittelpunkt für die Kugel eine Lichterkette. Und zwar eine Outdoor-Lichterkette aus Draht mit einer Solarzelle. Und aus dieser Lichterkette drehe ich mir jetzt eine kleine Kugel und dafür nutze ich wieder dieses etwas stärkere Drahtstückchen, auf das ich erst schon den bunten Draht aufgewickelt habe. Da wickle ich mir jetzt die Lichterkette drum.
Dann ziehe ich die Kugel vorsichtig von meinem Drahtstückchen runter. Schön festhalten, damit die Kugel jetzt nicht auftrottelt. Nehme ein weiteres Stückchen Draht, schiebe das durch die Kugel durch und verdrehe es schön fest. Und um meine Lichterkettenkugel klebe ich mir jetzt gleich meine zurechtgebogenen bunten Drähtchen, und damit das Kleben einfacher geht, spieße ich mir die Kugel auf. Und das klappt gut mit dem etwas dickeren Draht, den ich erst schon zum Aufwickeln verwendet habe. Das klappt aber auch prima mit einem Schaschlikspieß oder mit einem Bleistift. Dann nehme ich drei von diesen bunten Drähtchen zusammen. Die bekommen jetzt unten einen Klecks Heißkleber. Und dann drücke ich sie auf meiner Lichterkettenkugel fest. Und was jetzt noch fehlt, ist ein ausreichend langer Stiel für meinen Gartenstecker. Und da verwende ich einfach einen schönen geraden Ast. Und den klebe ich mir mit einem großen Klecks Heißkleber an der Blüte fest. Und auch das Kabel von der Lichterkette wird mit einem Klecks Heißkleber festgeklebt.